Hallo, 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 weiter geht es mit Cock. Willkommen dazu, der letzte Part 2014 auf diesem wunderbaren Kanal von Clash of Clans mit mir, mit dem Lars, mit eurem Gastgeber natürlich. So, wir starten wieder durch, wir werden total durchdrehen und ich sag nur eins, ihr seid die geilsten wie immer. Wir haben 160 Likes, 14.13 Uhr aktueller Stand. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Was soll ich jetzt großartig sagen? Ja, nächstes Jahr wieder als besser. Es kann gar nicht besser werden. Boah, seid ihr geil. Es ist die beste Community ever. Alter Schwede. Ich bekomme immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie geil die einfach nur seid. Gerade schon wieder Gänsehaut. Es ist einfach nur abnormal, wie genial und wie cool ihr auf jeden Fall hier unterwegs seid bei Clash of Clans. Es macht so super viel Spaß mit euch zusammen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es so weitergeht im nächsten Jahr und dass wir noch mehr großartige Sachen machen können, großartige Sachen erleben werden und großartig so weiter durchstarten mit ganz vielen Livestreams, mit ganz vielen Let's Plays, mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen und dass mein Dorf weiter so nach oben steigt, dass euer Dorf weiter nach oben steigt, dass wir weiter boosten, boosten, boosten und richtig viele geile Scheiße machen. Ich hoffe mal, ihr seid dabei. So Leute, wir starten durch. Ich habe jetzt nichts Besonderes hier vorbereitet. Dachte mir erst, machst jetzt einen Ballonangriff, machst jetzt einen Packerangriff. Ich weiß gar nicht, das ist halt, weiß ich nicht. Sowas wird es auf jeden Fall noch geben. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr, ja, auch für Clash of Clans etwas und zwar auf jeden Fall mehr Abwechslung reinzubringen, mehr spezielle Sachen, wie zum Beispiel vielleicht eine Challenge reinklatschen, vielleicht mit anderen, was ich auch geplant habe, mit anderen YouTubern zusammen mehr zu machen, auch im Clash of Clans Bereich, sodass man vielleicht mal etwas größere Leute anfragt, ob die zusammen Lust haben, ein Projekt, eine Challenge, vielleicht sogar ein anderes Spiel zu machen, sowas in der Art. Ich hoffe mal, dass ihr dabei seid und ich hoffe mal, dass da was entsteht, dadurch, dass ich bald neue Arbeitszeiten habe. Ihr wisst es vielleicht, ich wechsle meinen Arbeitgeber, geht das auf jeden Fall und dann muss ich nicht mehr wie sonst um 3 Uhr anfangen, sondern um 7 Uhr und das ist auf jeden Fall großartig, weil alle Leute, mit denen man zusammen was machen will, entweder sind die am Wochenende nie da, wenn man länger wach bleiben kann, oder sie sind unter der Woche halt nur ab 22 oder 23 Uhr da und da muss der Lars schon im Bettchen gehen, wenn er um 2 Uhr wieder aufstehen muss und um 3 Uhr anfangen muss. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Sehr, sehr problematisch. Ich passe wirklich auch meine Arbeitszeiten etwas an für YouTube, natürlich auch für das Menschliche. Das ist halt in Ordnung. So, was machen wir jetzt? Machen einen Angriff und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe gar nicht mehr so viel gefarmt. Ihr seht es vielleicht, es war nicht ganz so toll. Deswegen heute, ja, Silvester, vielleicht etwas farmen. 2 Stunden, 4 Stunden werde ich boosten, danach nicht mehr. Heute Abend dann, keine Ahnung, dann ein bisschen auf den Putzhauen vielleicht. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Und die Queen, die Lara, ist Level 5 geworden. Yay, Lara, hallöchen, Level 5. Sie hat ihre Fertigkeit und super cool. Ich habe Angriffe gemacht und zwar gestern, glaube ich, noch. Moment, der ist von, ja, den möchte ich euch gerne zeigen und den hier auch noch. Habt ihr die gesehen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, den muss ich euch zeigen. Das ist so ein genialer Angriff mit der Level 5 Queen. Habt ihr gar nicht gesehen. Ihr seht gleich, wie sie einfach nur wegkrotzt alles. So, Mrs. Lara, Mr. King, mal looken, was so abgeht hier. So, erstmal die Bohrer gegönnt. Ganz einfach, die waren prall gefüllt, weil sie halt geboostet sind. Wisst ihr Bescheid? Ein Gem-Boost für Bohrer und für Minen jetzt nun auch. Wir können also alles boosten bis zum geht nicht mehr. Da kommt die Barge-Taktik, na selbstverständlich, meine altbekannten Barger-Boys, die so super genial sind. Dann kommen wir da, ja. Okay, okay, da werden auch reingeklatscht. Sehr, sehr schön. Das passt auch soweit. Ich habe halt die Minen und die Sammler selbstverständlich mitgenommen, weil sie hier prall gefüllt sind, wie man es vielleicht sieht. Also man sieht es, hier oben sind die gefüllt, hier unten sind sie gefüllt, alle erstmal mitgenommen. Mein Ziel ist es später dann, ich glaube, ich bin von rechts reingegangen, muss ja, ne? Dann bin ich, glaube, von rechts reingegangen und wollte noch das Exil-Lager haben. Ich muss gerade, das muss man eben niesen. Entschuldigung, musste gerade nicht so meine Nase putzen. So sind wir wieder da. Dann sind wir von rechts in Reingang. Natürlich mit der Level 5 Queen. Der King ist auch da. Natürlich, der King tankt die Scheiße weg, Leute. Ah, ist das genial, ne? Die Queen Level 5. Guckt euch an, wie viel Damage sie schon rausrotzt. Das ist doch der pure Wahnsinn. Sie drückt einfach alles weg. Ja, das Dunkle, natürlich. Sie saugt es wieder raus, die Lara. Das Dunkle möchte sie gerne im Mund haben. Sehr, sehr schön. Der King mit Fertigkeit am Start Level 10. Und die Queen, oh, macht sie Damage. Sie rotzt so viel schon raus. Ah, ist das cool. Ah, das mag ich doch sehr gerne. Ja, komm, schieß kaputt. Gar kein Ding. Gar kein King für die junge Dame. Der King da macht es auf jeden Fall alleine erstmal. Der gönnt sich erstmal das Rathaus. Warum? Er snackt es auch sehr gerne. Und gleich kommt auch mal die Fälligkeit. Dann seht ihr mal, was sie für Damage rausrotzt, wenn sie an ist. Moment, gleich kommt sie. Gleich müsste sie kommen, gleich, wenn sie gefokust wird. Ja, sie wird noch nicht gefokust. Dann haben wir jetzt vorgehen. Sollte normalerweise die Fälligkeit kommen. Ich glaube nämlich, bevor er eintrifft. Jawohl. Und badaboom. Dieser Damage. 3 Schüsse. Oder 4 Schüsse.
Für ein Goldlager nur, es ist der pure Wahnsinn. Alter Schwede, drückt die mit der Fähigkeit schon was raus. Und der Damage allgemein gefällt mir. Sehr viel Loot natürlich bekommen, wie gerade eben gesehen. Das Dunkle spritzt, aber ich konnte leider nicht so viel farmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe andere Sachen auch noch gemacht, deswegen nicht ganz nur gefarmt. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Also, wie man hier sieht, 32.500 brauche ich, um die wunderbare Queen namens Lara hochzuziehen. Wir machen mal einen Live-Angriff, vielleicht bekommen wir noch Dunkles. Und das werde ich aber heute farmen, damit ich heute starte, damit wir dann 2015 die schon Level 6 haben. Ich habe aber es geschafft, Rathaus 9 zu schaffen in diesem Jahr. Ich muss sagen, die Base dieses Jahr ist großartig gestiegen und ich hoffe mal, dass sie weiter steigt. Mit euch natürlich zusammen. Ihr seid sowas von phänomenal geil. Dankeschön nochmal dafür. Ich schwärme nur von euch, weil ihr so cool seid. Ich gebe damit immer an. Ich habe die beste Community. Es gibt da Herzchen. Das ist immer so, andere YouTuber, die schwärmen immer und sagen immer so, ich habe die beste Community. Komm, ich habe die beste Community. So läuft es meistens ab zwischen YouTubern. So, finden wir einen kleinen Gegner. Ich hoffe doch mal. Ebenso wird sich auch bald was ändern, allgemein bei der Aufnahme. Ich denke mal, bald wird es hier 60 FPS geben. Weiterhin 1080p. Und irgendwann, wenn ich die Möglichkeit habe, das wieder 60 FPS und umzusetzen, werden dann auch wohl die ganzen Suchereien rausgeskippt, sodass ihr auf jeden Fall das Ganze noch kompakter, noch spannender, noch besser bekommt hier von Clash of Clans auf meinem Kanal, was ja zurzeit mein größtes Projekt ist mit euch zusammen. Super genial. Vier Dunkles. Das hat sich ja fast gelohnt anzugreifen. Dann wird die Suche rausgeskippt oder rausgeschnitten. Gerne mal Meinung dazu, habe ich ja schon mal gefragt. Die meisten möchten es, aber gut, viele auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze umsetzen. Aber ich habe dann wirklich vor, das Ganze rauszumachen, rauszuschneiden. 228, easy, locker reingeholt, locker flockig zum Holen, aber bringt so nichts. Was haben wir hier? Ja, ich war heute noch gar nicht unterwegs zum Farm. Muss ich ehrlich zugeben. Gestern habe ich, wie gesagt, nur ein paar Angriffe gemacht, aber sehr viel Dunkles. Ich hoffe mal, dass später am Abend, wenn alle schon unterwegs sind, werde ich noch ein paar Angriffe machen und mich dann auch mal Richtung irgendwo hinbegeben. Ich weiß noch gar nicht wo. Mal gucken, was hier da ergibt. Sie immer was, oder? Da ergibt sich doch immer was. So, finden wir jetzt einen Gegner, den wir angreifen können? Ich hoffe es doch mal. 225. Aber der hat sehr viel Loot. Aber alles drin. Nehmen wir trotzdem mit. Das ist ein guter Gegner. Wenn wir hier reingehen, da sind die Bohrer. Ja, von der Seite. Erstmal die Außengebäude alle vernichten. Ganz viele wunderbare Geschenke sind schon wieder am Start. Denkt daran, ihr könnt euch die ganze Zeit durchboosten. Solange es geht, solange ihr möchtet. Jetzt ist noch alles drin. Machen wir das mal und schnell die Queen hier setzen, damit sie einfach nur den Magierturm kaputt macht. Das wäre halt von Vorteil. Dankeschön, meine junge Dame. Vielen, vielen Dank. Der King sollte auch gleich mal down gehen. Das passt. Zwei Mauerbrecher. Ich hoffe, die laufen vernünftig. Ja, wunderbar. Da ist der King down und den Rest rotzen wir hinterher. Wie gesagt, ich habe immer noch keine Zauber. Warum habe ich keinen Zauber? Weil meine Zauberspruchfabrik immer noch im Upgraden ist. Ich hoffe, ihr wisst, ne? Dass es soweit ist. So, machen wir hier noch ein paar Außengebäude kaputt. Dann passt das soweit. Und den Rest rotzen wir alles rein in the middle of the site. Das ist eine Riesenbombe. Zum Glück nur von so ein paar Bogenschützen ausgelöst. Der King ist gut dabei. Das Dunkle bekommen wir. Der King ist auch noch gut dabei. Die Queen namens Lara macht wieder, zeigt wieder, was sie kann. Sehr schön. So, der King ist gleich auf 50%. Wir könnten gleich mal die Fertigkeit zünden. Ja, die Queen. Oh, die rotzt schon viel raus. Wir müssen überlegen, das ist Max, ne? Das ist auf Maximum, der Bereich hier. Ich habe letztens Level 40 King gesehen. Der rotzt ja einiges raus. Alter Schädel, wie viel der tanken kann. Das war auch unnormal geil. So, Fertigkeit mal usen hier. Macht den Scheiß kaputt. So, bitteschön. Verdammte Rotze, ihr macht kaputt den Scheiß. Der King geht auch gleich down. Worsch, wir nehmen alles mit. Wir gönnen uns alles. Wir können boosten. Also scheißegal. Boosten wir die ganze Scheiße für ein Gem. Das Gold werden wir oben nicht mehr bekommen. Ja, Lara, okay, ich brech mal ab, dann bekommst du zu viel. Ja, 82, 128, 225, war ganz akzeptabel, der Angriff natürlich geht da mehr an Dunkles. Wir werden uns da oben arbeiten und ich denke mal, ich werde heute Abend, noch in diesem Jahr, werde ich die Queen auf Level 6 starten mit 32.500 Dunkles. Dann war es das von diesem Part, wenn es euch gefallen hat. Ich muss ja gar nicht sagen, 150 Likes sind eh wieder easy locker drin, weil ihr seid sowas von geil. Ich bedanke mich auf jeden Fall, denn ihr seid wie immer ein super Haufen nicer Boys. Guten Rutsch ins neue Jahr, sauft nicht zu viel, damit ihr irgendwie ne, in der Ecke legt und euch voll kotzt. Das ist nicht ganz so schön. Man kann es übertreiben, aber ihr treibt es nicht richtig, okay? Also landet bitte nicht im Koma und im Krankenhaus wegen Alkoholvergiftung. Das ist gar nicht cool, glaubt mir. Wie gesagt, beim Saufen ist es geil, danach... Passt auf, ja? Auch wenn etwas jüngere zuschauen, passt bitte auch mit dem Trinken und passt auf jeden Fall mit den Böllern auf. Ich habe heute wieder welche Videos gesehen, wo sich alle Leute die Hände absprengen. Ich habe einen polnischen Böller, ich tünte mal. Bumm, ist die ganze Hand ab. Was kein Fake war. Da müsst ihr aufpassen, also diese illegalen Böller dann wirklich mit Respekt machen. Und wenn man eine Bombe baut, das gab es bei uns mal, da hat jemand eine Bombe gebaut. Bei uns keine
50 Meter entfernt im Wald, in so einem kleinen Waldstück noch, da hat jemand sich eine Bombe gebaut. Und der hat sie halt selber gebaut, so ein Riesending, hingelegt, angezündet, ging nicht hoch und dachte sich, ja, dann gucke ich doch mal, warum sie nicht hochgegangen ist. Wenn sie fehlt, zu einer Bitte nicht nochmal hingegangen. Und dann ist hingelaufen, hat Boom gemacht, er war sofort tot. Ist keine schöne Sache, an sowas zu sterben. Also passt auf jeden Fall auf mit illegalen Böllern. Das war's. Sauft viel, habt viel Spaß. Guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Lars. Auf Wiedersehen und tschüss. Nice.